Nemes tilidan intensiv darslar. Hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, Sie hier wieder zu sehen und mit Ihnen die Stunde 99 fortzusetzen. Unser Thema ist das dieselbe, also das wir im letzten Mal auch hatten, also die Termine und Besprechungen. Aber das Ziel für heute haben wir anders und wir werden heute mit Ihnen lernen, ein Geschäftsessen zu planen. Okay? Nun, hier sind dann der Wortschatz und die Ausdrücke für heute. Das werden wir zuerst ausüben, lernen, richtig auszusprechen. Okay? Die Atmosphäre, die Atmosphäre. Angenehm, angenehm. Gemütlich, gemütlich. Die Gartenwirtschaft. Die Gartenwirtschaft. Voll, voll. Leer, leer. Möglich, möglich. Unmöglich, unmöglich. Wenn möglich, wenn möglich. Am kommenden Montag, am kommenden Montag. Das sind dann die wichtigen Lexik für heute und das werden wir gleich verwenden. Die erste Aufgabe lautet, haben Sie Zeit für ein Geschäftsessen? Was ist überhaupt ein Geschäftsessen? Ist das ein Termin mit den Verwandten? Nein. Mit Freunden auch nicht, sondern mit Kunden oder mit Kollegen, mit dem Team vielleicht, ne? Demek bu hamkasblar yoki biznesdagi hamkorlar bilan birgalikdagi tushlik yoki tanovulga nima derkanmiz? Geschäftsessen deb atarkanmiz. Xo'sh. Herr Schäfer plant ein Geschäftsessen mit einem Kunden. Janob Schäfer ham nima qilyapti ekan? Bir mujoza bilan nimani? Mana shuni biznes tanovulni yoki tushlikni rejalashtiryapti. Der Kunde ist sehr wichtig. Mujoz juda ham muhim. An was muss Herr Schäfer denken? Nima haqida Janob Schäfer, oylash kerak. Natürlich an einen Tisch vorher so reservieren, ne? Bir stolni oldindan bron qilishni und auch nachzufragen von dem Restaurant, also ob das Essen, was Kunde eigentlich mag, gibt oder nicht, dann muss man auch bestellen. Darauf muss man auch achten und auch pünktlich so sein. Mindestens, ne? Diese drei Dinge sind ganz, ganz wichtig beim Geschäftsessen. Nun, für uns, für die Stunde ist wichtig, dass Sie diese Sätze richtig aussprechen zu können und richtig bilden zu können auch. Das ist das Geschäftsessen, das wir organisieren. Bu biz tashkillashtirayotgan nima? Business tanavvuli yoki tushligi. Xo'sh, nominativ, bosh kelishik debdi. Bunda nima nazarda tutilyapti? Diqqat qilamiz. Bu yerda qarang. Birinchi gapda ikkita alohida oddiy gaplar berilyapti. Ikkinchi qizil rang bilan berilgan jumlada esa ana shu yuqoridagi ikkita oddiy gapni birlashtirish va unda qanday bog'lovchidan foydalanildi va ushbu gap nemis tilida qanday ataladi? Bu relativ gap deb ataladi. Oddiy gaplarni o'qib eshittiraman sizga. Ich habe morgen einen Termin. Menda ertaga bir uchrashuv bor. Er ist wichtig. U muhim. Endi meni ertaga bir muhim uchrashuvim bor deyishni o'rganamiz.
va bunda biz relativ gaplarga murojaat qilar ekanmiz va ana shu relativ gaplarni bog'lovchilari siz bilgan der, di, das siz artikel sifatida bilasiz bularni, ular mana shunday bog'lovchi so'z ham bo'lib kelar ekan va qachon der, qachon das, qachon dem yoki den bo'lishi siz bosh gapingizda aytayotgan, urg'u berayotgan bo'lakka bog'liq. Ya'ni yana ham oddiyroq aytadigan bo'lsak, mana shu bosh gapingizdan keyin kelayotgan gap qaysi bo'lakka tegishli? Mana bizning birinchi jumlamizda termin uchrashuv so'ziga tegishli. Erta meni bir muhim bo'lgan uchrashuvim bor. O'zbek tilida ayta olamiz. O'sha uchrashuv so'zidan oldin aytib kela olamiz, lekin nemis tilida bunday aytish imkoni boshqacha ifodalanadi va bunda siz uni ko'p holatlarda relativ gap bilan aytasiz. Ya'ni ich habe morgen einen Termin, der sehr wichtig ist oder der wichtig ist. Qizil rangdagi jumla va unda der alohida qora rangda ko'rsatilgan bog'lovchi termin so'zi morskoy rodda bo'lganligi sababli ana shu bog'lovchi relativ gap bog'lovchisi derda keldi. Das yoki navbatdagi gapda das ist meine Kollegin, bu meni hamkasbim, sie plant unser Geschäftsessen, u bizni nimamizni hamkor bilan tushligimizni nima qiladi, rejalashtiradi. Ya'ni bu yerda hamkasb haqida boryapti, hamkasb ayol haqida, o'sha Geschäftsessenni rejalashtirayotgan ayol. Ayoldir bu, na qanday aytamiz? Das ist meine Kollegin, die unser Geschäftsessen plant. Va na shu relativ gaplaringizda diqqat qiling. O'sha bog'lovchi so'zingiz, mana hozir ikkinchi jumlada di, u ana shu so'z agar u nominativda bosh kelishida turgan bo'lsa, birlikda bo'lsa, nima qilasiz? Birlik holatda kesimiga diqqat qilishingiz kerak, ko'plikda bo'lsa, ko'plik holatiga. Yoki das ist das Restaurant, bu o'sha restoran. Es ist ganz in der Nähe. U juda ham yaqinimizda. Das ist das Restaurant, das ganz in der Nähe ist. Deb bitta jumlada aytishingiz mumkin. Va bu bilan siz nimani ifodalaysiz? Siz nemis tilida yana bir pog'ona yuqoriroqda ekanlingiz, ya'ni ikkita oddiy jumlalar bilan emas, relativ gaplar bilan aytganingizda siz endi abr yoki ayk emas, ayk plus bir darajada so'zlasha olayotganingizni ifodalayotgan bo'lasiz. Ana endi ana shu bog'lovchilarimiz, relativ bog'lovchilar, relativ gap bog'lovchilari faqat bosh kelishikda emas, ular barcha kelishiklarda ham kelishi mumkin va siz ko'p qo'llaysiz tushum kelishigida ham ularni. Demak, diqqat qilamiz. Das ist meine Kunde. Entschuldigung, das ist mein Kunde. Ich lade ihn zum Geschäftsessen ein. Bu meni mijozim. Men uni tushlikka taklif qilyapman, biznes tanovulga taklif qilyapman. Das ist mein Kunde, den ich zum Geschäftsessen einlade. Men biznes tanovulga taklif qilayotgan, ovqatlanishga taklif qilayotgan mijoz bu. Bu men ovqatlanishga taklif qilayotgan mijoz deyishingiz uchun. Demak, ergash gapingizda, relativ gapingizda ana shu mein Kunde tushum kelishigida kelishi kutilyapti. Va navbatdagi misollarda ham xuddi shunday holatlarni kuzatasiz. Ularni mustaqil o'qishingizni, o'zlashtirishingizni sizdan kutib qolamiz. Oda reservieren Sie einen Tisch. Ya'ni biz endi bir kelishuvni
rejalashtirayotgan ekanmiz, unda nima dedik? Agar stol tanavvul, geschäftsessen dedik-a, demak bunda bizni biron bir joyni band etishimiz birinchi navbatda muhim hisoblanadi dedik va buning uchun uni nutqimizda ifodalashimiz kerak. Sizga quyida vazifa berilgan, vazifa bilan yaqindan tanishing va o'zingizni qanchalik tushungan bo'lsangiz, shunga ko'ra o'z javobingizni yozing va uni albatta biz bilan bo'lishing. Qanday stol band etayapsiz? Kim uchun? Ha? Kirish asosiy qism va xulosasi bo'lsin o'sha kichik matningizni ham. Bunda biz sizga muvaffaqiyat tilaymiz va bugungi darsimizni birgalikda kuzatganingiz, o'rganganingiz uchun sizga katta rahmat. Keyingi darslarda yana uchrashguncha sog' omon bo'ling. Auf Wiedersehen.